Kommen zum nächsten Punkt. Erhalt des Gondelbootsverleih auf dem Carolasee im Großen Garten. Hier ist Einreicher Fraktion Die Linke. Herr Scholbach, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, jahrzehntelang erfreuten sich Jung und Alt bei einer Bootspartie auf dem Carolasee im Großen Garten. Und zwar zum einen beim Familienausflug mit den Kindern, auch der romantische Ausflug frisch verliebter Paare. Für viele Menschen gehört Gondeln auf dem Carolasee auch zu Dresden. Es sind die kleinen Dinge, die unsere Stadt liebenswert machen. Es sind die kleinen Dinge, die unsere Stadt freundlich machen. Es sind die kleinen Dinge, über die sich die Menschen freuen und ohne die unserer Stadt auch etwas fehlen würde. Das trifft genauso zu auf die beiden Springbrunnen am Goldenen Reiter, zu denen wir vielleicht heute noch kommen. Nun ist in diesem Jahr der Gondelbootsverleih auf dem Carolasee im Großen Garten eingestellt worden. Es ist also nichts mehr mit Gondeln. Ich finde das sehr bemerkenswert. Selbst zu DDR-Zeiten war das problemlos möglich. Nur hier im Kapitalismus, der kriegt es wieder mal nicht hin, diese schönen kleinen Dinge, über die sich die Menschen freuen, auch zu erhalten. Und deshalb sind wir als Linke hier tätig geworden und haben diesen Antrag erarbeitet. Wir wissen, dass die Stadt Dresden nicht für den Gondelbootsverleih hier zuständig ist. Aber es sind die staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten. Und wir finden schon, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hier auch eine Verantwortung hat, nämlich jene zu sagen, Leute, das passt uns nicht, dass es nicht mehr möglich ist, auf dem Carolasee im Großen Garten zu gondeln. Und dass wir darauf hinwirken, dass die staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten dieses Gondeln auch wieder ermöglichen, und zwar unverzüglich. Inzwischen gibt es ja auch eine Petition. Und wenn Sie sich das mal angeschaut haben, das war eine Petition mit sehr kurzer Laufzeit, mit sehr, sehr kurzer Laufzeit. Und da sind 2000 Unterstützungsunterschriften zusammengekommen. Und das zeigt doch, dass die Menschen auch bewegt in dieser Stadt und dass sie sich wünschen, dass das Gondeln wieder ermöglicht wird. Und darauf zielt unser Antrag. Wir wollen unsere Erwartung Ausdruck verleihen gegenüber den staatlichen Schlössern und Gärten, dass das Gondeln zügig wieder ermöglicht wird, dass ein neuer Pächter gesucht und gefunden wird und dass entsprechend den Menschen in diesen schweren Zeiten auch diese kleine Freude wieder ermöglicht wird. Meine Damen und Herren, das ist ein Antrag, der die Landeshauptstadt Dresden keinerlei Geld kostet, der unsere Stadt Dresden aber wieder ein kleines bisschen besser macht. Bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass hier in Dresden Gondeln auf dem Carolasee wieder möglich wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann gehen wir in die Fraktionsrunde hinein. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Zeistrom. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich glaube aber, ich habe Herrn Scholbach, und das ist selten, lächeln gesehen. Weil ich glaube, er amüsiert sich über seinen eigenen Antrag. Weil dieser Antrag kostet natürlich die Stadt nichts, aber es bringt doch überhaupt nichts, wenn wir dem zustimmen, weil die Sache ist ja längst erledigt. Und es hat auch die Erledigung dieses Problems, wie Sie es beschrieben haben, hat ja nun auch wirklich gar nichts mit der Initiative der Linken zu tun. Sondern sie haben halt Wahlkampf gehabt, haben sich da was Populäres, das ist mir ja nie fremd, deswegen Respekt, ein populäres Thema rausgesucht. Aber wahrscheinlich wussten sie schon damals, als sie sich rausgesucht haben, dass das ja längst läuft. Natürlich lief ein Ausschreibungsverfahren längst beendet. Es gibt auch zahlreiche Bewerber, die es machen wollen. Ich bin sehr optimistisch,
dass das Gondeln selbstverständlich ganz normal in der nächsten Saison wieder losgeht. Und dass Schlösser und Gärten es neu regeln will, ist auch verständlich, weil die Gebäudesubstanz und da alle Kraft im Kapitalismus. Ich weiß nicht, wie es zu DDR-Zeiten gewesen wäre, da wäre es jetzt eine endgültige Ruine. Ich erwarte es, dass jetzt die Gebäude auch saniert werden. Lieber Herr Scholbach, Sie hätten uns eigentlich einen Gefallen tun können, indem Sie diesen Antrag einfach zurückziehen. Weil er sich schon erledigt hat, das frisst jetzt eigentlich nur unsere Zeit. Deswegen zeigen Sie jetzt Größe, Sie hatten Ihren Auftritt. Wir wissen, Sie sind fürs Gondeln, ich bin auch fürs Gondeln. Alle sind fürs Gondeln, ganz sicher. Ziehen Sie es einfach zurück, Sie haben Ihren Beifall, danke. Als nächste Fraktion Dissidenten, Herr Aschenbach. Ja, Gondeln verbindet uns alle. Aber wenn schon mal nicht ich was Lustiges schreibe, dann will ich das trotzdem vorlesen. Ich will nämlich einfach diesen Antrag vorlesen. Der ist wirklich sehr lustig. Also Beschlussvorschlag. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden wird beauftragt, der staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH mitzuteilen. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass das Gondeln auf dem Carolasee im Großen Garten nach Kündigung des Pächters zunächst auf unbestimmte Zeit nicht mehr möglich sein würde. Umso mehr begrüßt der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden die Bemühungen der staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH, schon zum Saisonstart 2023 nach erfolgter Ausschreibung einen Bootsverleih auf dem Carolasee neu zu vergeben. Der Stadtrat ermutigt dazu, mit der Instandsetzung der Anlage und Gebäude eine dauerhafte Lösung zu etablieren. Völlig überflüssig. Wird Bündnis 90 Grüne das Wort gewünscht? Bitte, Frau Filius-Jähne. Ja, jetzt. Ich sage denselben Satz, den ich im Petitionsausschuss gesagt habe. Ja, Herr Zastrow, Sie haben völlig recht. Der Antrag hat sich erledigt. Da ich ihn inhaltlich aber nicht falsch finde, finde ich es jetzt auch lächerlich, nur abzulehnen, weil die Linke ihn halt nicht zurückzieht. Also deswegen stimme ich ihm weiterhin zu. Als nächste Fraktion AfD, Herr Gilke verzichtet. Dann CDU das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. Dann haben wir die SPD nach Frau Möbe. Jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt will ich auch noch sagen, was ich aufgeschrieben habe. Lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, lieber Herr Scholbach, Ihre Rede hat mich in der Tat zu Tränen gerührt. Ich bin berührt. Erhalt des Gondelbootverleihs auf dem Carolasee. Ich kann natürlich den Humor meiner Vorredner von der FDP und von den Dissidenten kaum noch toppen. Aber auch meine Fraktion wird diesen Antrag leider ablehnen. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch alle leidenschaftliche Gondoliere wären und am liebsten sofort und den ganzen Winter über auf dem Carolasee nicht nur Schlittschuh laufen, sondern gondeln würden, wie das schon, Sie haben das richtig gesagt, Herr Scholbach, seit dem 19. Jahrhundert der Fall ist und war. Aber der Stadtrat hat keine Zuständigkeit, sondern zuständig sind die staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten als Institution des Freistaates. Und die haben, und es darf vielleicht noch mal gesagt werden, neben all dem Spaß auch die bauliche Sicherheit und die Hygiene im Blick. Und das ist der einzige Grund, warum dem letzten Pächter nach 25 Jahren gekündigt worden ist. Ich würde mich freuen, verehrte Herren, wenn Sie mir noch 5 Minuten zuhören würden. Aber die Zuständigen haben die Sache im Blick und, das haben meine Vorredner schon gesagt, eigentlich ist das Problem schon behoben und erledigt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass dieses Thema natürlich als eine Petition Gegenstand im Wahlkampf des Oberbürgermeisterkandidaten André Scholbach war. Es sei ihm gegönnt, dass er das Thema öffentlichkeitswirksam im Wahlkampf gebrauchen konnte. So wie der Antrag jetzt formuliert ist, da hat mein Kollege von den Dissidenten recht,
ist es ein bisschen lächerlich, liebe Kollegen von der Linksfraktion, wenn Sie Dr. Striefler loben wollen, dann kaufen Sie ihm doch einen Strauß Blumen. Wir werden wieder gondeln können, das ist geklärt. Das Einzige, was wirklich sinnvoll gewesen wäre, wäre Herrn Dr. Striefler zu fragen, wann denn die bauliche Instandsetzung der Anlagen abgeschlossen sein wird und wann ein abgeschlossenes und dauerhaftes, du hast mich aus dem Konzept gebracht, und wann ein Betreiberkonzept vorliegen wird. Genau, aber das ist nicht Gegenstand des heute vorliegenden Antrages. Kurz, liebe Kollegen, der Antrag ist populistisch, inhaltlich schlecht und erledigt und deshalb lehnen wir ihn ab. Tut mir leid. So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Genau, das Schlusswort, das hätte ich noch abgefragt, Herr Scholbach. Bitte schön, das Schlusswort. Ich mache das gleich mal von hier. Also, lieber Herr Zastrow, gelächelt habe ich aus anderen Gründen. Ich habe mich einfach an meine letzte Gondelbootspartie erinnert. Ich verrate Ihnen aber nicht, mit wem. Das Zweite ist, Herr Aschenbach, Sie zitieren falsch. Sie haben nämlich nicht den Antragstext der Fraktion Die Linke zitiert, sondern den Ausschussbericht des Petitionsausschusses. Den Antragstext der Fraktion Die Linke, den habe ich formuliert und der ist natürlich etwas prägnanter und straffer, so wie sich das gehört, wenn ich das mache. Ne? So, und da fordern wir nämlich die staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten auf, das Gondeln auf dem Carolasee im Großen Garten zu ermöglichen und unverzüglich für die Wiedereröffnung eines Gondelbootsverleihs zu sorgen. Und zu meiner Vorrednerin nur so viel. Und auch zu anderen, die hier behaupten, es sei irgendetwas gelöst. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist die Vergabe nicht erfolgt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unklar, wann der Gondelbootsverleih wieder eröffnet wird und wann dies, und mit wem dies geschieht. Es ist unklar. Diese wesentlichen Entscheidungen sind bislang nicht getroffen worden. Und da kann es nach meinem Dafürhalten nicht schaden, wenn sich der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hier klar positioniert, und zwar pro Gondeln auf dem Carolasee. Und noch eine letzte Bemerkung. Es gibt hier überhaupt keinen Anlass, den Chef der staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten zu loben. Wenn man sich nämlich seine öffentlichen Äußerungen mal anschaut, dann weiß man, dann erkennt man, dass er Dresden und das, was Dresden ausmacht, nicht verstanden hat. Das ist der Punkt. Die staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten haben dann erst beigebogen und haben sozusagen dann ihre Fehlentscheidungen so ein bisschen korrigiert, als die Petition in der Öffentlichkeit war und als die Petition deutlichen Erfolg hatte. Als die Zeitungen darüber berichtet haben, dass viele Menschen sich wünschen, dass das Gondeln weiterhin möglich ist. Das ist der Punkt. Und deshalb denke ich, sollten wir nicht nachlassen und auch von heute und hier nochmals ein Zeichen setzen für das Gondeln im Großen Garten. Vielen Dank. Soweit zur Diskussion zum Antrag. Schlusswort ist gesprochen. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, kann es jetzt tun. Ja, 36 Nein, 11 Enthaltung. Damit wäre der federführende Ausschussbericht abgelehnt und wir kommen damit zur Abstimmung über den viel präziseren Antrag. Und wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Ja-Stimme oder ansonsten wie auch immer. Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen wäre der Antrag abgelehnt. Herr Aschmer?
Da ich persönlich der Falschzitierung bezichtigt wurde, möchte ich das nochmal klarstellen, dass das, was ich vorgelesen habe, der Vorschlag der linken Fraktion war. Herr Scholbach. Also, Herr Dr. Aschenbach, Sie dürfen Ihren Titel behalten und müssen jetzt nie wegen Falschzitate ihn abgeben. So.